So, hallihallo, da bin ich wieder und was habe ich euch heute mitgebracht? Ja, ihr seht schon, es ist Tube Racer. Das ist praktisch eine Rennbahn in einem Tunnel oder beziehungsweise in einer Röhre. Letzte Woche habe ich euch schon die Aldi-Version gezeigt. Das ist auch so ein Röhren- oder Tunnel-Rennbahn von Exhaust Loop. Die ist erweiterbar mit allem Schnick und Schnack, aber relativ teuer. Diese kostet so, im Aldi kostet sie 30 und im normalen Handel kostet sie etwa immer 40. Und jetzt hatte ich gedacht, Mensch, es müsste doch irgendwie gehen, dass ich hier an diese Röhren irgendwie günstiger rankomme, damit ich die mal erweitere. Und da habe ich im Internet gesehen, wo ich danach geforscht habe, nach dieser Bahn, dass es auch diese Bahn gibt, Tube Racer. Müssen wir mal gucken, ob das eine Alternative zu dieser Bahn ist oder ob die vielleicht kompatibel sind hier, die Röhren. Ja, wir gucken es uns einfach an und dann soll es auch schon losgehen. Gucken wir uns doch erstmal einmal den Karton an. Und zwar, was haben wir hier? Set aus LED-Auto und zusammenbaubaren Röhrenelementen. Also praktisch genau das gleiche wie bei der Bahn. Tunnelstrecke immer wieder neu kombinierbar. Das ist auch richtig. Vorwärts, rückwärts befahrbar. Richtig. So, das soll wohl der Wagen sein. Den gucken wir uns dann gleich nochmal in Ruhe an. Mit coolen LED-Effekt. LED-Effekt hatten wir da auch, aber hier sieht es so aus, als wenn der farbig wäre, dieser Effekt. Und bei der anderen Bahn war der ja immer nur einfarbig. So, also wird aufgeladen mit USB, LED, Akkubetrieb, ja, also praktisch wie die andere Bahn auch. Da drehen wir die ganze Sache mal um. Was haben wir hier? Ah, hier, mal hier. Hoppala. So, schauen wir uns das mal an. Was haben wir hier? Also, hier ist das Gefährt. So sieht's aus. Hier ist die Fernbedienung und hier sind die Teile, die da drin sind. Da sehen wir auch schon, wer es produziert. Wer ist es? Das ist die Firma DS Produkte. Jetzt wird er sagen, Moment mal, DS Produkte kenne ich doch irgendwoher. Klar kennt er den. Und zwar ist das aus Höhle der Löwen der Ralf Dümmel, der diese Sachen immer aus dem Markt bringt. Allerdings muss man da auch immer zu sagen, okay, ihr habt dieses sicherlich auch gesehen, dieses Zeichen. Das ist ja eigentlich immer so ein sicheres Zeichen, dass es relativ schnell, ich sag mal, in der Ecke liegt. Ihr habt bestimmt auch irgendwelche Produkte von dieser Geschichte, die im Fernsehen immer gerne angepriesen werden. Immer mit viel Marketing-Power so in den Markt gebracht sind und dann im halben Jahr auf dem Wühltisch landen. So ist es hier ähnlich. Dieses Ding gab es vor einem Jahr schon, zur Weihnachtszeit. Und jetzt gibt es ganz aktuell dieses Ding im Abverkauf für 10 Euro bei Schmitz Toys. Und da hatte ich gesagt, weißt du, da nehme ich die doch mal mit. Für 10 Euro haben wir praktisch einmal das Basisset und einmal das Erweiterungsset für deine Rennstrecke. Das heißt also, wir haben jetzt hier mehr Schienen. Es ist auch eine, na, gucken wir mal, so, was haben wir denn hier, steht hier auch drin, so, wenn wir uns das hier mal angucken, was hier drin ist, hier ist auch eine Kreuzung drin, die ist bei dem anderen Set nicht drin, aber dafür, oh, guck hier, so, damit wir das hier mal uns mal anschauen. Also in dem Basisset ist praktisch hier die Fernbedienung und das Auto drin und halt alle möglichen Streckenteile. Aber nur in diesem Set ist praktisch die Kreuzung drin. Wir gucken uns das einfach an. Ich baue es gleich mal auf und dann schauen wir mal, was wir davon halten können für die 10 Euro Rennbahn. So, ja, haben wir sonst noch irgendwas Interessantes? Nö, haben wir nicht. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mit den Auspacken. So, übrigens sehr praktisch gestern, ja, samstags voll Fußgängerzone mit Tragegriff. Sehr praktisch, sage ich euch. So, irgendwo muss das hier noch zu sein. Ach, hier.
Klack. Hier machen wir es auch noch auf. Klack. So. Die anderen waren ja so steckbar. Das waren ja praktisch immer halbe Röhren. Mal sehen. Oh, ich sehe schon. Das sind komplette Röhren. Guck mal hier. Voll. Volle Röhren. Auch eine Anleitung, die relativ groß ist. Die andere war ja nicht so ganz so ausführlich. Jetzt sind hier natürlich auch wieder mehrere Sprachen drauf, aber nur drei oder vier. Bei der anderen Bahn, da waren ja, wer weiß, wie viele Anleitungsteile drin. Anleitungsseiten, würde ich sagen. So, alles klar. Prima. Also haben wir es auch hier so, dass die Röhren halbiert worden sind. Okay. Gucken wir mal. Und wenn wir Glück haben, müssen wir gleich mal gucken, ob die kompatibel sind. Wir werden das alles testen. Wir haben mal Zeit. So, hier haben wir noch die längeren Röhren. Hier haben wir anscheinend, das müssen so die Ansatzstücke sein. Die andere Bahn, da konnte man ja die Röhren einfach miteinander verbinden. Hier scheint es wirklich zu sein, dass ich immer hier so Verbindungsstücke brauche. So, und hier haben wir das Päckchen einmal mit dem Wagen und einmal mit der Fernbedienung. Wir sehen uns das mal an. Also, USB, Aufladegerät, klar. Dann haben wir hier die Fernbedienung, sehr modern, hier, so zum Durchgucken. Hier sieht so aus, als wenn hier so eine Platine wäre. Haben sie hier so drauf gedruckt. Scheint hier durch. Hier kann man also vor und zurück. Okay. Dann haben wir hier einen On-Off-Schalter. Okay, hier ist also... Okay, hier ist die Verbindung. Das ist das. Kann ich... Ah, hier. Guck mal hier. Kanal A und Kanal B. Das ist natürlich prima. Gerade für die Kinder, wenn ich hier zwei Wagen fahren lasse, dann hätte ich hier praktisch, kann der eine Wagen A und der andere Wagen B fahren. Das war bei dem anderen ja nicht so. Da gab es wirklich nur einen Wagen oder einen Kanal, so muss ich sagen. So, hier ist der Importeur, genau, DS-Produkte, kennen wir, wie gesagt, aus Höhle der Löwen, der Ralf Dübel. Ja, da würde ich doch mal sagen, dann fange ich doch mal an zu bauen und gucke, ob die Dinger kompatibel sind. Halbe Röhren sind es tatsächlich. Mal gucken, ob die länger sind oder größer oder kleiner. Wir werden es sehen, wir werden es testen. Jetzt gleich bei Giddy testet. Ja, jetzt zeige ich euch mal, was alles in dem Grundpaket, sprich in diesem Basispaket drin ist. Ja, insgesamt 27 Teile. Die teilen sich auf einmal hier auf die Kurven, dann hier, das ist noch aus dem anderen Set, hier das Fahrzeug, die Fernbedienung, USB aufladen, dann hier die Geraden und die Verbindungsstücke. Die Geraden, da gibt es übrigens eine Besonderheit, eine Gerade hat hier eine Öffnung, ne? Da, weil das ja ein geschlossenes System ist mit diesen Tunneln oder Röhren, kann man hier praktisch den Wagen reinsetzen. Hier, ne? Aber das zeigen wir euch gleich noch. Das machen wir gleich noch alles zusammen. So, ja, was ist denn jetzt der Unterschied zu der Aldi-Version? Also, die Geraden, zum einen kann man erstmal sagen, dass die nicht kompatibel sind. Diese Geschichten... die Kurven sind also auch zerlegbar. Das sind alles Halbröhren. Zeige ich euch. Die kann man so praktisch öffnen. Ne, hier sind so... Tja, hier sind Ösen und die werden hier so praktisch nur so reingeklippt. Ich mache die mal einmal auf, damit ihr mal seht, wie das dann aussieht. Kann man so machen. Okay. Also hier... Hier sind Ösen und auf der anderen Seite das Gegenstück, da sind so Haken drin.
So, hier sind die Haken, hier sind die Ösen. Legt man übereinander. So. Und dann wird das praktisch hier nur so reingeklickt. Klick, klick, klick. Das andere System, das hatte ich euch auch gezeigt, aus dem Aldi. Hier ist es ähnlich. Allerdings wird das nochmal, ich kann euch das hier vielleicht besser zeigen, an so einer Tupperdose hier nochmal fixiert. Na? Zack. Genau wie hier. So. Ist also nochmal ein bisschen, ist vielleicht ein bisschen mehr Friemelei, das ist richtig, bis das hier alles so drin ist. Aber es ist meiner Meinung nach fester. Ne? Weil die dann, auch wenn die Fahrzeuge da durchfahren, ne, könnt ihr hier so klicken oder beziehungsweise festmachen. So, genau. Zack. Ne? Hier ist also praktisch nochmal, ist nochmal verbunden. So, ja, so sieht's aus. Was uns noch auffällt, ist die Größe. Hier haben wir mal eine Kurve oder ein Teil einer Kurve. Hier haben wir auch einen Teil einer Kurve. Und da merkt ihr schon, der Radius ist viel größer, aber auch das Rohr ist viel größer. Ne, wenn ihr das also seht, dieses hier ist leider, wie gesagt, nicht kompatibel. Funktioniert nicht. Bei diesem System, beim Aldi-System, das ist halt so, dass ich dies hier einfach reinstecken kann. Muss ich nicht irgendwie verbinden. Bin ich da relativ flexibel, wenn ich es so mache oder so. Na, bitte, aber dann, so. Also da ist man relativ flexibel. Bei dem System hier ist es so, dass ich praktisch immer ein Verbindungsstück brauche. Von Röhre zu Röhre, Verbindungsstück. Und ich muss dieses hier, dieses Verbindungsstück, ihr seht das hier, auch immer sichern. Zack, gesichert. Und jetzt kommt das nächste Verbindungsstück. So, ist auch wieder gesichert. Und jetzt zeige ich euch mal die andere Version vom Aldi. Wenn ich so einen Halbkreis mache, oder eine halbe Kurve, oder ist ja praktisch eine Kurve, halber Kreis, eine Kurve halt, so, ja. Also dieses hier von Tube Racer wird wesentlich größer, hat also mehr Volumen, die Bahn wird größer, mal gucken, wie sich das dann nachher so auswirkt, wenn man gar nicht so viel Platz hat auf dem Tisch, mal gucken, wir gucken es uns an. So, was haben wir denn noch so für Unterschiede hier, wenn wir da gerade bei sind? Zum einen, mal hier mal die Fahrzeuge an. Also, dieses hier ist die Aldi-Version. Dieses ist der Tube Racer aus der Höhle der Löwen. So. Okay, hier, Ralf Dümmel hat praktisch erstmal überall seine Werbung drauf gemacht. Die machen wir erstmal ab hier. Ist ja alles nicht so. Brauchen wir eigentlich gar nicht. So. Also, future-mäßig ist das sicherlich schöner vom Design, muss ich sagen. Als wie sowas, weil das hier alles durchsichtig ist. Ob es nachher robuster ist, das müssen wir mal sehen, ne, wenn es runterfällt. Mal sehen. So, also, hier sind zwei Reifen oder zwei Antriebsreifen. Vorne ist auch, der wird aber nicht angetrieben, ist einfach nur ein Rad, das rollt. Hier, weil es ja praktisch in einer Röhre ist, wird es hier nochmal fixiert, hier oben nochmal. Hier ist es ähnlich gemacht. Na, hier sind auch gleich vier Räder vorne. Dann hier hinten das Antriebsrad und hier oben praktisch nochmal ein Rad drauf, damit man, dass das so ein bisschen stabil in der Röhre drin bleibt. Hier ist übrigens der Anschluss. Der andere Anschluss für USB ist hinten beim Aldi-Produkt. Ja, Batterien kommen hier nicht rein, da ist ein Akku drin, hier ist auch ein Akku drin, da kommen wir dann gleich zur Fernbedienung. Bei der Aldi-Fernbedienung, die ist relativ wuchtig, ne? Da habe ich auch nur vorne zurück, vor und zurück. Hier kommen die Batterien rein, ist immer so in der Handhabung, naja gut, das ist
alles nicht so ganz so schön, sage ich mal. Ne? Also wenn, hier hat man noch, zwar noch eine Turbo-Taste, dass wenn man die drückt, dass es dann nochmal einen Tuck schneller geht. Hier hat man auf der Fernbedienung hat man praktisch nur vor und zurück. An und aus, wie man, hier hat man gar keinen An- und Ausschalter, sondern geht praktisch gleich los, sobald man hier den Power-Knopf drückt. Und hier hat man, wie gesagt, hatte ich vorhin schon gesagt, den Vorteil, dass ich Kanal A und Kanal B habe. Das heißt also, wenn ich mehrere Fahrzeuge in die Bahn reinpacken will. Guck hier, ja, DS-Produkte hat überall seine Aufkleber drauf. So, hier packe ich nochmal Batterien rein, dann baue ich euch die Bahn mal auf und dann schauen wir mal, was da so bei rauskommt. Hier nochmal der Unterschied bei so einer Kurve. Also hier habt ihr bei dieser Bahn habt ihr wesentlich mehr Radius und wird dadurch halt entsprechend alles ein bisschen wuchtiger. So, Anleitung kann ich euch auch noch eben zeigen. Auch kein Problem. Hier ist die Aldi-Version. Hier ist die Tube-Race-Version. Die Aldi-Version ist alles sehr, sehr sparsam in zig verschiedenen Sprachen. Hier sind zwar auch keine Musterbahnen drin, braucht man eigentlich auch nicht, weil man das ist ja ein offenes System. Da kann man ja so weit erweitern, wie man will. Hier wird aber nochmal alles gezeigt, Auto, Fernbedienung, Batterien einlegen. Naja, gut, hier haben wir, na, wie, dass man hier dieses braucht, wo der Wagen reinkommt. Ja, ich würde sagen, ich baue mal schön und dann melde ich mich gleich wieder. Bis gleich. Ja, während das andere Fahrzeug aus der Tube Racer Bahn noch auflädt, prüfen wir mal, ob von der Aldi-Bahn der Wagen praktisch kompatibel ist. Also dieses hier ist der Aldi-Wagen und den packe ich jetzt hier in die Dümmelbahn, hätte ich fast gesagt. Hier mal rein. Gucken wir mal. So. Fernbedienung ist an. Jo. Ja, ihr seht, die blinkt immer grün. Ja, und das war's schon. Also das funktioniert nicht, weil praktisch das Fahrzeug zu klein ist. Also die Röhren sind für dieses Fahrzeug zu groß und darum können wir praktisch nur die Originalwagen aus den Tube Racer nehmen. So, das wollte ich euch mal eben zeigen. Jetzt wollen wir mal das Originalfahrzeug vom Tube Racer nehmen. Dafür haben wir hier so eine Röhre, wo wir eine Klappe drin haben, also praktisch eine integrierte Einsteigefunktion. So, setzen wir das Fahrzeug mal rein, machen die Klappe zu und ich sag euch, ich habe das eben getestet, das Ding hat richtig Wumms. Wenn ihr euch das mal einmal anguckt hier, ich habe das jetzt mal so original so aufgebaut, wie das hier auch auf dem Werbefoto steht. Und hier haben wir praktisch die Fernbedienung. Und dann wollen wir mal loslegen. Ja, also geht nach vorne und nach hinten. Und wenn ihr euch das jetzt mir hier anguckt, mal hier, ja, hat so viel Wumms, dass das Ding noch nicht mal zurückgeht. Das liegt aber auch daran, dass das hier praktisch in der Röhre auch hängt. Ne? Also es kann im Prinzip gar nicht runterfallen, weil es halt hier dieser Arm, hier, komm her, ich zeig's euch, hier dieser Arm, also das haben sie eigentlich prima gelöst, dass das Ding schon ganz schön Fahrt aufnehmen kann, hier muss ich natürlich die Klappe zumachen, sonst bringt das nichts, also, aber ich kann euch jetzt mal immer diesen Arm nochmal zeigen, hier, ah hier, ne, und der macht das praktisch, dass dieses Fahrzeug da eingeklemmt ist. Darum kann er auch so super Steigungen machen. Ich habe ja noch ein Erweiterungsset hier. Das teste ich auch gleich mal. Das werde ich auch erstmal aufbauen. Und dann werden wir das ganze Ding mal noch höher machen. Und dann sehen wir mal, ob es das auch schafft. So, bitte.
Guck mal hier, das wird dann praktisch wie so reingeklemmt. Hier haben wir das Türchen, das müssen wir natürlich zumachen. So, sonst funktioniert das auch nicht. So, gucken wir mal. So. So. Also von der Geschwindigkeit gefällt mir schon recht gut. Also das geht richtig gut ab. Und es ist halt so, dass wir nach vorne und nach hinten, also Türchen, das ist natürlich noch nicht so ideal, muss ich mal sehen, weil, Mensch, das muss doch so richtig zugehen, dass das Ding nicht immer wieder auffliegt. Aber mal gucken. Aber wenn es das einzigste Problem ist, gucken wir mal hier, guck mal, seht ihr? Dieses Türchen, das machst du zu, so, oder ich drehe es einfach, müsste ich vielleicht nach unten drehen, aber das... Und ja, so auch nichts. Mal sehen. Mal gucken. Mal sehen, vielleicht geht das jetzt so besser. Ja, so geht es nicht mehr auf. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir die perfekte Bahn und jetzt können wir hier erstmal, ich glaube, 20 Minuten können wir fahren und dann muss es wieder eine Viertelstunde aufgeladen werden. Das Ding hier. So, wie gesagt, aufladen geht relativ einfach über USB-Anschluss. So, zurück und nach vorne. Und jetzt machen wir mal gerade eine Sache. Wir machen mal das Licht aus hier. Ach nee, dann muss ich die Kamera auch ausmachen. Na, melde ich mich doch nochmal gleich wieder. Machen wir einen Schnitt. So, Lichtkamera ist jetzt auch aus. Dann machen wir das große Licht auch aus. So, und ihr seht schon, dass das hier leuchtet in unterschiedlichen Farben. Während es bei der Aldi-Bahn ja nur eine Farbe war, leuchtet es jetzt praktisch in unterschiedlichen Farben. Und jetzt lassen wir es mal loslaufen hier. Upp, was haben wir jetzt hier? So, jetzt sehen wir also auch, wie das Ding hier durch die Bahn flitzt. Mal auf, wenn ich hier mal ein schwaches Licht hinpacke. Mal sehen, ob wir das hinkriegen. Ja, dass wir so ein bisschen sehen können. So, und hier könnt ihr also praktisch auch sehen, wie es hier durchfegt, der Tube Racer. So, ich baue jetzt mal die Erweiterung da auch noch bei und dann gucken wir mal, wie es aussieht, wenn die Bahn länger wird, größer und höher.